Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 auf dem PC auf der Saxonia. Ja, unser LKW ist ja noch auf dem Weg zum Drescher, um sich den Raps zu holen. Bin jetzt so ein bisschen hin und her gerissen, was ich mache, ob ich den LKW erstmal rausnehme und warte, wie weit der Drescher hier kommt, um dann zu sehen, ob die Mission abgeschlossen wird. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir die LKW-Ladung hier voll übrig behalten. Denn er wird den Drescher nicht komplett leer machen können. Eine ständ ja noch der Lexion da, mit dem könnten wir auch noch ein bisschen dreschen. Ach, er sagt jetzt schon, fahre zum Start. Gut, da können wir gleich erstmal rausnehmen. Wenn er jetzt schon zum Start fahren will, das heißt, er würde erst abladen wollen. Er will den gar nicht mehr abbunkern hier. Das wäre ja auch nochmal richtig ungünstig. So, der bleibt natürlich jetzt nicht stehen. Er ist noch nicht voll, warum macht er nicht weiter? So, den lassen wir erstmal hier stehen. Dann gucken wir mal, wie das wird. Wenn wir das mit den Dreschen schaffen, die paar Prozent, oder ob wir noch 3 Liter abgeben müssen. Wollte ich auch gucken, dass wir den Drescher hier nehmen. Und, ja, den kann ich jetzt aber nicht. Ja, doch. Blockieren die sich dann? Eigentlich müssten wir uns um die ganzen blauen Meldungen kümmern, ne? Jetzt mal die Sämaschinen fertig, die eigentlich auf andere Felder müssen. Wir machen hier eins, wir stellen hier einfach mal einen Standardhelfer ein. Müsste er das Stück runter und das Stück zurück und dann setzen wir ihn um. In der Zeit müsste er das getroschen haben. Können wir mal hier ausmachen. Lassen wir den mal fahren hier. So, und dann kümmern wir uns eigentlich genau, erst um den. Ach da, genau. Gestern hat man ja das auch. Gestern nicht. Ist ja nun schon vorgestern sozusagen. Am Samstag im Stream, dass ich praktisch den Kurs hinten nicht zugemacht habe. Deshalb entsteht ja jetzt hier die das Stück, was nicht angesät wird. Steuerung E. Wieder an. Nehmen wir das einfach hier und ziehen das mal nach hier vorn. Mal bis hierhin sollte reichen. Hier die Felder machen wir, die vermitteln wir ein bisschen. Einmal und zweimal. So, und dann Steuerung F6. Warum speichert es mir jetzt nicht? Und kurz auf, aber es wird nicht gespeichert, okay. Gut, dann weiß ich natürlich jetzt auch nicht. Weil theoretisch müsste es... Ding? Speichert nicht. Hinten ist... Meldung steht, die kann ich dann nicht lesen. Oha. Natürlich nicht gut, wenn wir da Lua-Fehler drin haben. Ja. Gucken wir mal, wie weit wir noch kommen.
Das machen wir erstmal fertig. So, dann klappen wir den mal zusammen. Dann tun wir vorsichtshalber mal speichern. Gespeichert hatte. Ja gut, lassen wir das mal lieber mit dem Kurseditor. Weiß nicht, warum da jetzt... Hat natürlich dann die Auto 3 Version die 357 und nicht mehr die 355. Der 355 ist er ja ins Spiel gekommen. 357 wahrscheinlich schon was. Ja, vielleicht sollte ich dann doch mal die andere laden. Ja, muss ich mal gucken. Müssen wir beobachten. Solange das Spiel nicht abstürzt hier, ist ja noch alles schick, ne? So, genau. Jetzt müssen wir gucken, und zwar sieht es so aus, 3 und 5 ist ja auch komplett leer, kann angesät werden. Der Axion, denke ich mal, den schicken wir auf der 13 und machen dort Hafer hin und nicht Mohn, wie wir überlegt hatten. Und machen dann hier sozusagen auf der 3 Mohn und auf der 5 Weiß. Dann haben wir natürlich kein Feld, wo wir Weizen oder Gerste haben. Das ist dann das nächste, was wir irgendwo uns noch besorgen müssten. Hier ist natürlich jetzt wieder die Frage, wenn wir dann wirklich Feld 2 zusammenlegen wollen, ist ja schon fast erntereif, also ist ja letzte Wachstumsstufe hier schon, oder das ist der vorletzte. Ja, ob wir hier noch was ansehen oder ob wir das dann gleich liegen lassen, um das dann zusammenzulegen, wenn es soweit ist. Weiß ich nicht, ob wir auf der 23 was ansehen. Erstmal gucken, was dort an Zwiebeln und an Geld runterkommt. So, also der fährt auf 3 und wird dort Mond machen. Das kann zu. Hier sagen wir Feld 03. Hier können wir mal vorsichtshalber schon auf Mond umstellen. Was jetzt passieren wird, wenn man in der Situation, wird er drüber geklickt. Wenn man in der Situation jetzt losschicken, Brocken, Mohn. Er wird jetzt natürlich zum Lager fahren und sich erstmal beladen, würde ich vermuten. Genau, weil er eben relativ wenig drin hat. Ich glaube, er muss über 80% sein. Oder 85, das was auch sonst eingestellt ist zum Abfahrer. Ach, da oben steht auch noch unser Abfahrer. Und dann würde er sich nicht beladen. So fährt er dort lang, belädt sich und steht halt voll am Feld 3. Ist jetzt nicht so schlimm. Das passt schon. So theoretisch. Ach, der steht hier auch schon. Theoretisch haben wir wieder viel zu tun. So, den beladen wir noch mit Stroh. Das ist der schmalspurbereifte Abfahrer. Nee, halt aus. Und im Hof. Waschplatz 1. Ja, er ist auch fertig. Nee, er könnte Folgendes machen. Und zwar, der könnte doch mal... Wie viele Gerste haben wir jetzt hier geerntet? Wir haben ja alles ins Hofsilo gefahren. 199.000. 21.000 kann er transportieren. Dann soll er schon mal... sich beim Hofsilo beladen. Und er fährt schon mal zur Brauerei und soll dort Gerste auslösen. Das Ganze machen wir 6-mal. Dann müssten so ein bisschen was über 120.000 Liter dort sein. Das sollte erst mal ein Stück reichen, um was zu produzieren. Fehlt natürlich noch der Hopfen. Das Malz muss noch rübergefahren werden. Da müssen wir irgendwann mal abpassen, weil es ist ja direkt auf demselben Gelände, dass wir den dann rüberziehen und praktisch
das Malz aus der Malzfabrik in die Brauerei geben, beziehungsweise mal gucken, wie viel Malz überhaupt produziert wurde. Weil bei Malz hat man ja ein bisschen was über 100.000 hergefahren, noch 70.000 drin knapp. Also 48.000 Liter Malz wurden schon produziert. Damit kommen wir auch schon mal ein Stück. So, die erste Ladung Zwiebeln ist wahrscheinlich oben verkauft, 46.000. Ja, und das relativ oft, und dann kriegen wir da richtig was zusammen. Hier ist natürlich noch gar nichts da. Ich meine, klar, die Gerste muss her. Malz ist gut, so gut wie nebenan. Es müssen dann ein paar Leerpaletten her. Und es muss Hopfen her, wenn der erntereif ist. Mein Hopfen hat man ja gesehen auf Feld 2, der dürfte ja am heutigen Ingame-Tag noch erntbar sein, würde ich so vermuten. So, unten meldet sich natürlich jetzt der Treasure, dass der voll ist. Okay, wir müssen erst noch woanders hin. Und zwar, und zwar dorthin. Den müssen wir entlassen. Also nicht für immer, bloß ganz kurz. Den schicken wir dann zu Feld 13. So, und auf die 13 werden wir dann Hafer machen. Denn beim Hafer kriegen wir ja, brauchen wir einfach die Haferflocken. Mussten wir auch noch was hinfahren. Und wir kriegen dort auch Stroh raus. Das könnte man ja dann auch ja, relativ nah an der Scheune dort einlagern. Wir brauchen da aber was vom Komposter. Ich denke mal, das ist so rum besser, als wie, wo wir erst überlegt hatten, ob die 13 Mohn machen. So, wer ebenfalls fertig ist, ist dann praktisch hier unsere Giftspritze, ne? So, Abfahrer entlassen. So, was es jetzt natürlich noch nicht gibt, ist für Feld 6 ein Kurs. Was wir letztens gemacht hatten mit dem Ansehenkurs, den haben wir ja wieder gelöscht, der war ein bisschen unglücklich. Ich denke mal, wir wären mit der Spritze... Wenn er aber so rumkommt, Abfahrpunkt ist hier. Also da hält der Abfahrer an. Meine gut, das nächste ist ja, den Kurs werden wir auch nicht nochmal brauchen, wenn wir die Felder zusammenlegen wollen. Machen wir einfach einen hier und den starten wir einfach und dann gucken wir mal, wie das wird. Den brauchen wir noch nicht mal speichern. Der wird ja relativ schnell durch sein. Einmal Vorgewende, einmal Schaf. 36 machen wir mal hier ein bisschen weniger. Das ist auch alles erwischt. Gut, wir müssen dann zwar hier nochmal düngen. Ich denke mal, da können wir den im Moment auch nochmal neu generieren. Wir stellen mal vorsichtshalber hier auf Feld 6 um. Weil das Spritzmittel, was drin ist, wird nicht reichen. Erster Wegpunkt ist drin und dann kann der hier loslegen. Mal wird das Feld fertig kriegen. So, ist klar, der müsste entladen werden. LKW ist natürlich voll. Er will auch entladen werden. Mal den anderen Treasure suchen. Ja, das wird nicht, was wir hier eingestellt haben. Als Treasure-Kurs funktioniert das einfach nicht. Wie das so ist mit der Fehlerquelle, ja. So, und zwar müssen wir natürlich noch einstellen, dass wir Gerste hinfahren wollen. Nee, Gärreste nicht. Was? So, und... Setzen wir einfach hier nochmal neu an, da kann er sich nochmal richtig die Tour neu raussuchen. Dann sollte das funktionieren diesmal, wenn man es richtig einstellt. Aber den wollte ich nicht suchen, ich wollte eigentlich, den wollte ich eigentlich auch nicht, aber wenn wir schon mal hier sind, wollte eigentlich nach den anderen Treasure gucken.
So, der ist auch angekommen. Der ist auch da. Genau, den hier wollte ich. Wie viel Prozent haben wir jetzt von der Mission? 98 Prozent. Voll. So, ach so, hier hinten war ja noch eine Bahn. Hat wieder einer gestartet hier. So, hier nehmen wir mal einen Abfahrer raus, dass die Meldung weggeht. Können wir eigentlich hier stehen lassen, weil der Trescher wird hier enden. So wie mir das aussieht, kriegt man das nämlich ja mit Dreschen hin. Da haben wir richtig viel Raps über. Das ist natürlich nicht schlecht. So, dann brauchen wir den da drüben nochmal. Wir müssen unsere Sämaschine in Gang setzen. Bloß egal wie, der LKW kann natürlich schon mal Richtung... Ja, wo lassen wir ihn hinschicken? Ja, wo tun wir den Raps hin? Den Raps wärmer, denke ich mal, kontrollieren wir mal kurz noch Raffinerie, was drin ist. Dann sollte er das ja fertig kriegen. Müssen wir mal kurz in der Raffinerie gucken, was wir jetzt dort haben. Material. Haben wir 123.000 Tonnen Material da. Wir haben schon wieder 12.000 Liter Diesel, das sieht nicht gut aus. Das lassen wir mal. Selbst wenn sich das oft hält, halbe, halbe, 60.000 Liter Diesel oder irgend sowas dann. So, und bei der Ölmühle. Mühle. Da, wo wir abgeben müssten. Punkt. Im Punkt. Da haben wir jetzt Sachen. 79.000 Raps drin, dann werden wir das hier herfahren. Machen wir den LKW. Gut, hier vorne ist ja, Zaun um die Straße, das ist schlecht, müssen wir vorfahren. Wir können ja eingestellt lassen, Feld 52 und als Drescherabfahrer. Das sollte ja kein Problem sein. Wir stellen jetzt aber hier bloß ein, dass er nicht zum Verkauf fährt, Ölmühle, sondern stellen wir jetzt einfach nur ein, dass er die Produktion fährt, Ölmühle. Wenn ich sie denn sehe. Da unten.
Warum steht das? Ach so, man müsste es mit OE schreiben, ne? Dann würde es in links reinkommen. Ja, ist egal. Also Raps ausladen. Dann stellen wir den ein, dann wird er dorthin fahren, ausladen, wird er am Feld stehen und dann können wir den Rest uns holen. Den Rest könnten wir vielleicht sogar, wenn es anderthalb Treasure sind, den könnten wir dann immer noch in der Raffinerie fahren. So, hier wird richtig ordentlich gespritzt. Ach so, das müssen wir erstmal hier beiseite. Ne, wir müssen erstes Sämaschinen los. Feld 3 hat man einen hingeschickt. So, Feld 3 gibt es natürlich noch keinen Kurs, weil hat man ja erst gekauft und einmal abgeerntet. Also, da müssen wir auf alle Fälle einen Kurs generieren. Ja, Feld 3. Einmal Vorgewände. Uhrzeiger sind Feld 3 natürlich zuerst. Scharfe Ecken. Ja, wir machen trotzdem wieder eins weniger. Und dann haben wir hier richtig viel Kurs. Und genau. So, dann machen wir das gleich, dass wir den in Ordner verschieben zum Ansehen. Das einmal erledigt, dann fahren wir am ersten Wegpunkt los. Das sollte eingestellt sein, genau. Im Feld 3 haben wir ja drüben auch. Wohn haben wir eingestellt und dann kann er eigentlich anfangen. Den Versuch, jetzt das Feld hinten den Kurs zuzuziehen, das unternehme ich jetzt nicht nochmal. Das gucken wir dann mal, woran das liegt. Das muss ich erstmal ausprobieren. Nicht, dass mir dann wirklich hier noch Spiel abstürzt. So, dann brauche ich nicht den. Mit denen machen wir nochmal eins. Wir machen nochmal eine Ladung Stroh. Der Treasure ist fertig. Das müsste der Helfer D gewesen sein. Woanders wüsste ich nicht, dass ein Standardhelfer fährt. Theoretisch suche ich den falsche Richtung. Den hier. So, Feld 13 haben wir auf alle Fälle schon mal angesehen. Jetzt die Frage mit einer Amazone. Okay. Dann verschieben wir den Kurs erstmal in Anseeordner. Dann müssen wir einen neuen Kurs generieren. Ebenfalls drei Vorgewände. Und Feld 3 natürlich zuerst und auch eins weniger. Fängt da oben an. Das sieht soweit auch gut aus. So. Hafer ist eingestellt, halt erster Wegpunkt war eingestellt und Feld 13 ist hier drüben auch eingestellt, Autodrive ist eingestellt, und kann hier auch loslegen. Dann sollte das erstmal alles soweit funktionieren. Da hier hinten hat man ja noch Weg lang gemacht, da müssen wir mal noch dann auch entsprechend Autodrive-Kurse einrichten. Dann denke ich mal, werden wir das nächste Mal Strohballen hier abliefern. Das wird einfach am schnellsten gehen vom Feld runter. Obwohl, wenn er automatisch sammelt, wir könnten natürlich auch einen Cosplay-Kurs einrichten, dass er uns hier automatisch abkippt. Und wie viel haben wir jetzt drin? Jawohl, wir haben jetzt die 32.000, haben wir schon wieder am Kompost drin. Und wir haben dann 100. Ja.
reichlich an Stroh drin. 170.000 werden das jetzt gewesen sein. Den nehmen wir gleich mit. Jo, ist jetzt hier noch Platz? Ah. Oh, jetzt stehen wir auf dem Aschenhügel. Ich glaube, das wird nichts, was wir hier vorhaben. So, Trecker ist klar, erwischen wir einen Drescher. Den Trecker, noch ein Drescher, ein Gewicht, beide Gewicht, ein Schneidwerk, noch ein Schneidwerk, und dann erwische ich aber den Hänger und die Sammelwagen nicht. Ist noch jemand drin? Lass es mal ja durch. Gewichtet, das ist, die kann man länger waschen wie so ein Trecker wahrscheinlich hier. So, und dann noch der Hänger und dann müssten wir eigentlich alles haben. So, das Hänger und wie gesagt Ladewagen noch nicht repariert, das werden wir auch kleiner machen. So, das passt erstmal soweit, dann können wir erstmal hier ein bisschen was aufräumen. Ja, Maisschneidwerk. Legen wir hier drüben mit drunter. Feuern wir nicht mehr da hinten in der Ecke. Müsste ja hier auch drunter passen, genau. Ich denke mal, kommt irgendwann mal noch ein zweites dazu. So, da kann der erstmal in der Garage, oder? Tja, weiß ich ja nicht, ob wir noch Missionen machen. Da müssen wir auch mal gucken. Aber momentan, denke ich, machen wir erstmal genug zu tun. Ja, zweites Maisschneidwerk, denke ich mal, kommt da irgendwann dazu, weil eigentlich passen hier auch 4 Drescher rein. Ich denke mal, mit 4 Dreschern haben wir dann eine ordentliche Flotte, die auch groß genug ist. Aha, ja, kriegt man hier wieder die Kurve nicht. Hat aber schon funktioniert, ne? Muss man ja wirklich so sagen. Jetzt hat er bloß wieder nicht umgeschalten. Wie viel Pflanzenschutz ist jetzt überhaupt noch drin? Oh, Tabak ist alle. Und Pflanzenschutz ist produziert 37.000. Das geht schon, das reicht. Ich denke mal, den kriegt man nicht alle auf den Feldern. Dann wird sicherlich neuer produziert, ist ja klar, ne?
Tabak rein. Oh, der wird ja erst. Ach. Gut, brauchen wir noch keinen. Wir haben auch nochmal 28.000 Liter Kompost. Der Düngerfabrik. Ja, das sieht soweit gut aus. Das kann erstmal noch eine Weile produzieren hier. So, aber eigentlich wollte ich jetzt. Ach so, den hat mir hergeschickt. Er muss dann natürlich zurück zur Lebensmittelproduktion und ja, den tun wir mal bei Leerballetten hinstellen. Weil sonst gibt es bloß Mohn ausladen. Mohn beladen gibt es eben. Kontostand gefällt mir auch eigentlich sehr gut. Ach so, ja. Und zwar werden wir hier hinten gleich Schneidwerksregal hinstellen. Ich glaube, hier unter divers, ne? Da ist es schon. Weil das passt gut hier hin. Weit hinten. Das können wir eher noch ein Stück weiter hinter. Oh, der hat mal, müssen wir noch ein bisschen asphaltieren. Haben wir ein bisschen zu weit hinten. So sieht das gut aus. So, dann müssen wir jetzt erstmal kriege ich jetzt bloß auch eigentlich links angezeigt kriegen. Ach so. Geht. Blockieren wir jetzt hier noch unsere Giftspritze. Oder einfach alles auf den Hof geschmissen. Ja, ich bin gleich weg, warte. Achso, für den haben wir ja bloß das. Ne, das können wir auch drunter packen. Farblich müssen wir es jetzt nicht noch sortieren. So, genau, die sind eigentlich fertig. Jetzt weiß ich nicht, ob schon mal der Abfahrer zurück ist.
Er könnte dort oben stehen. Da steht irgendwas von Autodrive TGS. Das müsste er eigentlich sein. Werden wir mal eins machen. Mal sehen, ob es funktioniert oder ob es schief geht. Und ich habe mir beim Autodrive bei der Tastatur belegt, dass ich Autodrive-Fahrer auch rufen kann. Gucken wir mal, ob sich dort eine Bewegung setzt. Legt sich uns oder ein. Das passt. Mal gucken, ob er herkommt. So, das passt. Hier wollten wir weitermachen. Ach so, genau. Ja, so schnell vergisst man was, ne? Die Hänger waren ja noch nicht repariert. So, den stellen wir noch herein und dann würde ich sagen, war es das für die erste Folge heute. Wie gesagt, heute um 13 Uhr kommt noch eine zweite Folge. Dann sage ich mal schon mal vielen Dank fürs Einschalten, dann vielleicht bis 13 Uhr, bis dahin und tschüss.